immer hat sie's gehört, wenn eine andere Meinung stört, sagt man höflich und nett, was man denkt, mit Respekt. Ich bin schockiert und frustriert, was in unserem Land gerade passiert. Aus ist mit Sinn und Verstand im Dichter- und Denkerland. Was im Internet kursiert, macht mich wütend und schockiert. So klar und offensichtlich sind die Statements nicht richtig. Ich bin schockiert und frustriert, was in unserem Land gerade passiert. Wo sind der Witz und Verstand im Dichter- und Denkerland? Die Wahrheit wird verbogen, der Verstand wird gezogen in eine düstere Welt, die Verschwörern gefällt. Ich bin schockiert und frustriert, was in unserem Land gerade passiert. Verbal wird wild um sich geschlagen und der Respekt untergraben. Aggressiv ist der Ton, attackiert wird jetzt schon. Wer zur Impfung aufruft, wird zum Mörder gestuft. Ich bin schockiert und brüskiert, was sich hier im Land etabliert. Übelste Hetze und Hass, der Umgangston ist rau und krass. Auf YouTube und auf Instagram wird es wirklich finster, dann der Verstand wird betrogen, dunkle Mächte vorgelogen. Ich bin nun echt irritiert, was in unserem Land gerade passiert. Bill Gates ist nun schon ein Verschwörer, das glauben sehr viele Zuhörer. Es wird gelogen und gehetzt, wer mitmacht, wird nur ausgenutzt, auf Minister angesetzt und der Reichstag besetzt. Ich bin nun höchst alarmiert, welch Thesen man nun propagiert. Einfach alles verdreht. Ein Komplott wird ersonnen, das erklärt dann ganz verschwommen alles mit einer Theorie, die passt auf alles, stimmt bloß nie. Ich bin schockiert und frustriert, wie sich unser Land grad blamiert. Mancher gab auf den Verstand im Dichter- und Querdenkerland. Und als wenn's noch nicht reicht, etwas Neues um sich greift. Wer die Impfung hat bekommen, wird nun übelst angegangen. Der wird dann schön attackiert, er sei ja nun privilegiert. Er solle bloß halten den Rand im Dichter- und Denkerland. Wer einem Impfling bloß Pommes spendiert, wird beinahe massakriert, der Laden offen attackiert, in allen Medien schikaniert. Ich bin schockiert und frustriert, welch Wahnsinn nun doch schon regiert. Zum Impfgegner und Virusleugner kommt jetzt ganz neu der Impfneider. Ich bin nun ganz fasziniert, was Neues hat man doch kreiert. Eine Wortschöpfung ganz elegant.